dem Meer, unter dem Meer, wo wär das Wasser besser und nasser, als es hier wär. Die Tropen schuften wie verrückt, drum wirken sie auch so bedrückt. Wo hast man Streben, wo lebt man eben, unter dem Meer. Sag mal, Mädels, wo seid ihr denn alle? Ja, ich bin unterwegs. Ich habe mir noch ein Kaltgetränk geholt. Aber ich bin gleich da. Warte. Ja, aber heute ist doch Weckeinholung, oder? Ja, die ist gleich. Ich beeil mich. Ich bin ein bisschen spät dran. Sorry, ich sitze noch auf den Malediven. Aber ich beeil mich. Oh, mega. Ja, beeil. Ich komme rübergeschwommen. Aber hier ist gar niemand. Kein Mac, keine Feuerwehr, keine Nekario. Wie? Die sind alle nicht da. Ist doch sonst immer der Erste, der da ist. Der müsste schon irgendwo sein. Ja, der wartet doch immer auf uns. Das ist ja komisch. Also die Feuerwehr, die wollte doch dieses Jahr sogar mit einem großen Boot kommen. Ja, vielleicht, die hatten doch gesagt, sie kriegen ein neues Boot, gell? Ja, vielleicht brauchen die so eine andere Anlegestelle. Vielleicht passt jetzt mit dem Boot nicht, das ist zu groß oder so. Meint ihr? Ja. Also ich kann mal ein paar Meter gehen, aber ich glaube wirklich, dass hier niemand ist. Ja, schau mal, die müssen ja irgendwo sein. Die warten doch bestimmt auf uns. Oh, wartet, ich sehe gerade jemand von der Feuerwehr. Oh, super, frag mal. Hallo, Feuerwehrfrau. Ja? Weißt du irgendwas von der Neckeinholung und eurem Feuerwehrboot? Nee, das Boot gibt's dieses Jahr nicht. Da gab's Lieferschwierigkeiten, da könnt ihr noch lange drauf warten. Ah, oh, das darf nicht wahr sein. Danke. Gerne. Die hatten noch ein Jahr Zeit um dieses Boot. Es war doch letztes Jahr schon bestellt. Warum ist denn das dieses Jahr noch nicht da? Was ist denn da los? Ich würde sagen, wir fragen mal die Nicole von der KG Nicario. Die weiß bestimmt Bescheid. Oh, das ist eine super Idee. Ja, die weiß es bestimmt. Ja, hallo? Ach, ihr seid's. Ja, wie? Bekommt ihr an der Wasser gar nichts mit? Der Neck ist doch in Quarantäne. Wie, der Neck ist in Quarantäne? Was ist denn los? Kein Boot, die erzählen irgendwas von Corona und Maskenpflicht und der Neck in Quarantäne. Also ich verstehe gar nichts mehr. Ich hatte mich doch so auf Fasching gefreut. Und jetzt ist gar nichts mehr? Gar keine Kampagne? Was machen wir denn jetzt? Oh Mann. Ich hatte mich so darauf gefreut. Ja, ich würde so gern Party machen. Dann lasst uns doch zusammen in Urlaub fahren. Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe ja, das ist eine super Idee. Wie wär's denn im Einhornland? Im Einhornland? Da war ich ja schon ewig nicht mehr. Ja, da könnten wir doch hin. Wie kommen wir da hin? Passt mal auf, ich habe doch noch die Feuerwehrfrau bei mir. Die hat einen super Vorschlag für uns. Kommt, steigt ein, ich bringe euch dahin. Juhu, super, danke. Ja, bitte. Lass uns sofort losgehen. Einmal, wir kommen. Auf die KG Nicario, ein dreifaches Ahoi. 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 Liebes närrisches Publikum, leider konnte der Neck wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht aus dem Neckar kommen. Aber natürlich hat er wie jedes Jahr für euch einen Prolog vorbereitet. Lieber Neck, wir sind schon ganz gespannt darauf, was du uns Interessantes berichten wirst. Lieber Neck, vielen Dank für deine interessanten Worte. Und auf unser Neck und seine beiden Nixen ein dreifach donnerndes Ahoi! 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 Dankeschön und Ausmarsch!
kein Corona her. Die Bütt bleibt das Jahr leer. Kein Neck, kein Elferrad, kein Gattetanz. Wo bleibt denn da der Mummenschanz? Die Hall ist zu, die Bar bleibt leer. Zu saufen gibt's dann auch nichts mehr. Drum sei tapfer und bleib gesund. 2022 kommt. Ahoi.